Herzlich willkommen zurück bei Hard Reset mit Sergeant Rumpel. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem Ausweg aus diesem Ding hier. Und da drüben kommen... Oh, so ganz schnelle sind das. So, wie gefällt dir das? Zacko. Dann nehmen wir uns noch mal ein bisschen Gesundheit. Wir haben ja jetzt inzwischen etwas mehr Gesundheit, was mir sehr zugute kommt. Wie viel eigentlich insgesamt? 120 insgesamt. Huch, und tschüss. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich hier drin hänge. Nein! Ah, ich wusste es doch. Das war's. Na gut. Ich hatte schon wieder meinen roten Bildschirm gesehen, gerade. Ah, dieses Spiel lässt einem keine Ruhe. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, aber es stimmt halt. So, dann geht's hier weiter. Einmal öffnen, bitte. Was denn hier für ein dunkler Gang? Oh, ein Ausgang. Wieso gehe ich denn nicht da lang? Hier ist extra ein großes Schild Ausgang. Ich möchte hier lang. Verdammt! Eine kleine Holztür, die auf jeden Fall einen Raketenwerfer aushält. Natürlich, natürlich. Shotgun-Action! Sie müssen die Maschine neu starten, um auf die andere Seite zu gelangen. Aber seien Sie vorsichtig, die Anlage ist schwer bewacht. Jetzt kriege ich trotzdem plötzlich wieder Hilfe von den Menschen. Im Gegensatz zu den Maschinen können wir keine Soldaten aus toten Körpern erschaffen. Und genau das verschafft ihnen den Vorteil in diesem Krieg. Alter Schwede, das sieht jetzt aber nicht mehr so hübsch aus. Wo ist denn die Sonne hingegangen, die wir noch vor kurzem gesehen haben? Ach du Scheiße! Haben wir ja noch ein bisschen Platforming. Alter Schwede. So. Huch! Was? Da, das will ich haben. Komm, komm, geh weg. Oh nee, ich hab's nicht bekommen. Ich muss das, glaube ich, erst einmal runterschießen. Alter, wie schnell sich die bewegen. Das scheint... Das kriege ich nicht. Das lasse ich da. So, und was ist mit dir? Du bewegst dich überhaupt nicht. Sehr merkwürdig. Lauf trotzdem mal schnell weiter so. Du bewegst dich auch nicht. So, Gott sei Dank kommen jetzt hier gerade keine Gegner. Da muss ich wohl raus. Rums. So, dann geh nochmal weg. Dann laufe ich durch. Jawohl. Und das verheißt nichts Gutes hier. Sind das Gegner da oben? Nee, das sind anscheinend keine Gegner. Alter, wie das hier aussieht und wie viel sich hier bewegt. Guckt euch mal die Kreissägenblätter da oben an. Man muss sich da hoffentlich nicht irgendwie durchspringen oder so. Oh, mir gefällt diese Arena nicht. Alter Schwede, alter Schwede. Das wird bestimmt kein Zuckerschlecken hier. Gucken wir mal in die Mitte. Ich nehme an, wenn ich das Ding hier aufnehme, dann passiert irgendwas. Geht irgendwas los. Steuert die Schrottpresse. Beeilt sie sich oder sie nimmt uns zusammen mit diesem Schrott in die Mangel. Ja, geht halt nicht, ne? Halten Sie den Mund. Wir haben Gesellschaft. Oh. Wieder mal kleine. Oh. Was war das denn? Was zur Hölle war das?
So. Nochmal von vorne, bitte. Hier sammeln die Maschinen Ersatzteile. Sie müssen die Maschinen neu starten, um auf die andere Seite zu gelangen. Aber seien Sie vorsichtig. Die Anlage ist schwer bewacht. Also. Im Gegensatz zu den Maschinen können wir keine Soldaten aus toten Körpern erschaffen. Und genau das verschafft ihnen den Vorteil. Oh Mann, ich sehe schon, ey, das wird jetzt hier echt eine Sterbeorgie. Vor allen Dingen sind die Speicherplätze nicht mehr so gut gewählt. Vielleicht sollte ich nochmal ganz kurz Optionen, Steuerung, gab es hier nicht ein Schnellspeichern? Gab es nicht, ne? Zielhilfe, ne, Tastatur, das ist hier sowieso nichts, hat damit nichts zu tun. Nein. Hier sammeln die Maschinen Ersatzteile. Sie müssen die Maschinen neu starten, um auf die andere Seite zu gelangen. Aber seien Sie vorsichtig, die Anlage ist schwer bewacht. Im Gegensatz zu den Maschinen können wir keine Soldaten aus toten Körpern erschaffen. Und genau das verschafft ihnen den Vorteil in diesem Krieg. Ich hätte ja fast überlegen, ob man die Roboter hier rein versucht hier rein zu locken, dass die hier alle schön umkommen. Eigentlich. Nur ist es gar nicht so einfach, da wieder reinzukommen. Ich sah hier ja vorher noch eine andere Ecke, wo man auch rein kann. Hier. Die Frage, ob sich das lohnt. Oder ob ich da nicht wahrscheinlich eher selber drauf gehen werde. Guckt euch das an. Ich meine, wenn man sich da hinstellt oder so. Obwohl hier ja die Roboter gar nicht unbedingt sterben würden. Na gut. Vielleicht machen wir auch einfach ein bisschen Rennen-Action. Beeilen Sie sich, oder sie nimmt uns zusammen mit diesem Schrott in die Mangel. Halten Sie den Mund. Wir haben Gesellschaft. Ja, ja, ja. Ich weiß. Wie viele sind denn hier? Alter Schwede. Schon wieder so viele. Kommt hier alle hin. Muni, Muni, Muni. So, jetzt kannst du wieder mit mir reden. Jetzt scheint das hier etwas ruhiger zu sein. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Das sieht doch irgendwie aus, als könnte was aufgehen oder so. Aber das muss ich wahrscheinlich mit den Pulten machen. Und die Pulte sind irgendwie noch nicht aktiviert. Alter, was das für ein Stress immer ist hier mit diesen ganzen Sägezähnen. So, dann gucke ich doch mal hier hin. Ich habe völlig die Orientierung verloren. War ich hier schon oder war ich hier noch nicht? Das ist die große Frage. Hoffentlich laufe ich jetzt nicht gerade wieder dahin, wo ich gerade gewesen bin. Hier geht es sogar nochmal normal raus. Gibt's denn da irgendwas? Hier gibt es doch gar nichts. Ach, guck mal an. Jetzt sind die Pulte hier plötzlich grün. Eines zumindest.
du Scheiße! Die kommt schon wieder von hinten. Drecksviecher. Oh Mann! Puh, Alter, ich habe mir echt was aufgehalst mit dem Spiel. Ich sterb hier am laufenden Band. So, das versuchen wir dann also nochmal. Ja. Kenn ich schon. Und rums. Im Gegensatz zu den Maschinen können wir keine Soldaten aus toten Körpern erschaffen. Und genau das verschafft ihnen den Vorteil. Wieso habe ich es bekommen? Huch. Der bewegte sich auch nicht. Rums. Der bewegt sich aber. Komm, geh auf. Und zacko, bin ich draußen. So. Schade, dass es hier kein Schnellspeichern gibt. Spiel laden, Spiel starten. Ich kann das Spiel selbst nicht speichern. Sehr, sehr ungünstig. Dieses Punkt steuert die Schrottpost. Beeilen Sie sich, oder sie nimmt uns zusammen mit diesem Schrott in die Mangel. Alles klar. Halten Sie den Mund. Wir haben Gesellschaft. So, ich habe gerade mal auf R gedrückt, um nachzuladen, was natürlich völliger Blödsinn ist. So, kommt her! Ihr dreckigen kleinen Viecher. So, das war's auch schon wieder. Die Musik ist aus. Sehr gut. Neues Upgrade verfügbar, ja. Das würde ich mir jetzt ja wahnsinnig gerne holen. Aber hier gibt es leider keine Upgrade Station. So, oh. Was machen wir denn jetzt? Aktivieren wir das hier. Oh, da sind welche. Huch. Nein. Dammit. Oh, ich häng. Zack. Du auch noch. Jawohl, ja. Irgendwo hat mich was angeschossen von hinten. Zack. Oh Mann, wieso trifft er nicht? Oh, es wurde gespeichert, Gott sei Dank. Ich habe schon wieder den roten Bildschirm gesehen. Auf jeden Fall. So, das nächste hier ist auch grün. Aktivieren wir das auch direkt mal und sterben bestimmt auch gleich. So, wo kommen sie jetzt her? Kommt her! Ich bin bereit. Oh, nicht du! Was ist dieser Raketenwerfer? Bis jetzt sehe ich nur einen. Ah, ich wusste doch, dass der nicht alleine kommt. Eieiei, Munition, bitte. Aua. So, wo kommt ihr her? Kommt schon! Ich sehe euch nicht. Ach, da hinten ist noch der Raketenwerfer. Der kriegt auch nochmal einen zugesendet. So, 120 habe ich noch. Da flogen nur. Wo kommen die her? Das ist allmählich schwierig zu sehen. Komm her. Kriegst auch noch einen. Zack. Und zack. Oh Mann, wie viel der aushält. Das ist ja der Hammer. Das sind vor allem zwei. Ach komm, was trifft mich denn da die ganze Zeit?
Immer schön in den Rücken, das tut am meisten weh. Hervorragend. Die Musik ist aus. Das gefällt mir am meisten. Und wir haben hier einen letzten. Einmal kurz durchatmen. Leider wurde nicht gespeichert. Das bedeutet nichts Gutes. Oh Gott, wir haben noch einen. Na gut. Aktiviert, aktiviert und aktivieren. Oh, und wir haben zu wenig Munition. Ich muss unbedingt Munition suchen. Und Geld aufgenommen. Da liegt Munition. Ich höre keine Musik. Ein Trugschluss. Wie man merkt. So, kommt her. Smart Gun vielleicht. So, hier ist doch die Smart Gun genau das Richtige. Kommt her. Noch welche? Niemand mehr? Ich wusste doch, dass da noch mehr sind. Ach, das sind andere. Das sind ja gar nicht die, das sind die Raketenwerfer brauchen. Und die Kleinen sind auch noch da. Aua. Oh Mann. Ah, habe ich jetzt gerade noch was aufgenommen? Ja, habe ich noch. Oh, ich hänge schon wieder. Ich will Health haben. Bitte, 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 bitte. Nein, ich hab's doch geahnt. Ich hab's doch geahnt. Puh, täuscht mich das oder zieht der Schwierigkeitsgrad hier gerade enorm an in den letzten paar Leveln? Da habe ich doch wesentlich mehr Schwierigkeiten gehabt als sonst. So, wo befinden wir uns denn jetzt? Erstmal hier Health nehmen. Muni nehmen. Hallo? Muni nehmen. So, was kam denn jetzt? Ich hab's schon wieder vergessen, verdammt. Ich glaube, jetzt kamen die Raketenwerfer-Typen, oder? Oh, ich werde hier voll paranoid. Ja. Raketenwerfer-Typen, wusste ich doch. Es waren aber noch andere auch noch da. Es waren nicht nur die Raketenwerfer. Genau, die nehme ich auch. Und nochmal wieder weg. Zack, einer ist durch. Und der andere auch. Sehr gut. Raketenwerfer-Typ, wo bist du? Da stehst du. Da stehen zwei. Und Geld. Zack und zack. Die gehen ja noch. Wenn das dann nicht so viele sind. Aber die Menge macht's. Oh, ich habe keine Muni mehr. Verdammt. Hier liegt aber auch nur noch echt wenig Muni rum, muss ich sagen. So, das müsste doch jetzt eigentlich mal irgendwann... Juhu, hier bin ich. Habt ihr nicht erwartet. So, ein bisschen mehr Muni bitte. Der war nah. Einer ist weg. Jetzt müssen wir noch auf den anderen konzentrieren. Und zack, auch der war weg. So. Alter Schawede. So, die nächsten waren jetzt die Smart Gun-Typen. So, dann bereite ich das auch mal vor. Aktivieren. Stelle ich mal irgendwo hin, wo ich sicher bin, einigermaßen. Komm, ich hab dich schon längst weggemacht. Braucht ihr jetzt drei oder was?
kamen die wieder, ja. So, kommt her. Diesmal bin ich auf euch vorbereitet. Zack. Dir wird's genauso ergehen wie deinem Bruder, deinem Dreckigen. Ein bisschen Shotgun-Action. Ah, wie hänge ich schon wieder? Ich hänge schon wieder. Mann, lass mich durch. Oh, und ich habe keine Muni mehr. Was ist denn da los? Ich hänge hier. Oh, diese Steuerung macht mich wahnsinnig. So. Oh, Gott sei Dank. Ich konnte gerade noch mal den Blaster hier aktivieren. Das hat mich jetzt gerade gerettet. Noch unbedingt Munition. Und die Smart Gun. Ach komm, Smart Gun, tu mal deine Arbeit. Ah! Alter, dieses Spiel kostet mich Nerven. Ich glaube, ich habe ungefähr 100 graue Haare bekommen, nur wegen diesem Spiel. Ich werde das Entwicklerteam verklagen müssen. Vor allem immer dieses Dingens hier abspeichern. Das ist echt unfair, dass da nicht mehr Speicherpunkte gesetzt sind. Und sowas hasse ich ja wie die Pest eigentlich bei Spielen. Puh. So, dann müssen wir nochmal mit Karius und Baktus und den anderen Jungs hier kämpfen. So, da ist wieder einer. Gorilla Killer. Ja, wieso habe ich denn das jetzt bekommen? Ich weiß es nicht. Ich möchte mehr Schaden in geringerer Zeit verursachen, ganz gerne. Das wäre toll. Alter, wie viel die mir abziehen und woher immer auch dieser Schaden kommt. Man kriegt es halt nicht mehr so richtig mit. Leider. Weil hier so viel passiert. Richtig stressiges Level, aber Action ist es. Action par excellence, muss ich sagen. Die halten so viel aus, diese Scheißviecher. Mit ihren widerlichen Lenkraketen. Einer ist durch und ich habe schon wieder keine Ammo mehr. Das ist nervig. Ja, Ammo, das hat mir jetzt schon ein paar Mal echt Schwierigkeiten bereitet. So, Ruhe ist. Volle Kanne aufladen. Und Smart Gun. Ich zittere so ein bisschen. Wieso sind das so viele? Und wieso hänge ich? Oh Mann, manchmal sterben die mit Zweien und manchmal nicht. Ich raff's nicht. So, Karius und Baktus sind wieder da. Boah, das sind so viele.
Die weichen jetzt auch noch aus, ey. Die Drecksdinger. Jetzt kommen die Kleinen wieder. Nein! Ja, da ist was kaputt gegangen. Das habe ich gesehen. Oh, ich habe keine Muni mehr. Und da lag gerade welche und ich bin dran vorbeigelaufen. Gott sei Dank. Geh drauf, endlich. Oh Mann, jetzt muss ich doch noch mal fliehen. Endlich. Wir haben immer noch Gegner. Wo? Deck den jetzt einfach ein mit Smart Gun. Wenn ich kann. Aber die machen einfach zu wenig Schaden. Kommt schon! Es wurde gespeichert! Yeah! Juhu! Alter Schwede! Ich zelebriere gerade die Speicherpunkte ohne Ende. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Jetzt ist die Gelegenheit, Major. Laufen Sie zum Licht. Zum Licht? Welches Licht? Welches Licht denn? Sollen wir hier lang? Ja, jetzt bin ich hier wieder in so einem... Sie haben die Schrottpresse aktiviert und wir befinden uns wieder mal in irgendeinem Metzgerladen. Hier ist viel Schrott unterwegs. Alter Schwede, bin ich froh, dass diese Folge vorbei ist. Ach Gott. Ich glaube, ich werde hier nochmal ganz kurz das nächste Upgrade in der Kampfanlage auf mich nehmen. Und zwar... Shield Booster, ja genau. Maximale Schildkapazität erhöht. Was haben wir hier noch? Medkits generieren mehr Lebenspunkte oder Schadensresistenz erhöht. Ich glaube, das ist eine gute Aktion hier. Auf jeden Fall. Alter Schwede, das hat mich jetzt ein bisschen mit Überraschung genommen, die letzten paar Level. Die waren echt hart und ich befürchte, dass das jetzt auch nicht einfacher wird. Rein der Logik her gesehen. Insofern wünsche ich euch noch einen angenehmen und eher relaxten Abend. Ich hoffe, ihr habt nicht so viel Stress gehabt wie ich. Oder beziehungsweise vielleicht habt ihr auch mitgefiebert. Wer weiß. Insofern, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Hard Reset mit Sergeant Rumpel. Bis dahin. Tschüss. Hier zockt Sergeant Rumpel. Und bitte stehen Sie bequem.